Hallo, herzlich willkommen zurück zu Little Nightmares. Ich werde mal schauen, wie ich das jetzt am besten mache. Gott, die macht so viel Lärm. Also, beim letzten Mal hat das ja nicht so gut funktioniert, mit der Tür ins Haus zu fallen. Deshalb würde ich jetzt sagen, ich guck mal, ob ich hier ein bisschen Lärm machen kann. Ah, schade. Ich hätte gedacht, ich kann hier die Uhr umschmeißen und dann geht der hier hinten wieder, kommt der vielleicht wieder aus der Decke. Mist, ich weiß nicht mehr, wo ich da hinrennen musste. Ich probiere es jetzt einfach mal. Keine Ahnung, wie ich jetzt da hinten stehen bleibe. Im Dunkeln sieht er mich dann. Hoffentlich nicht. Vielleicht muss ich einfach wieder raus. Vielleicht hätte ich rausrennen müssen. Oh, es funktioniert. Shit. Ah, okay, warte. Ich muss irgendwas. Scheiße. Oh, jetzt hat er mich bestimmt gleich. Kacke. Bleib jetzt einfach mal da stehen. Okay, geht das? Kann er wieder weg? Oh, fuck. Scheiße, komme ich da nicht weiter? Doch. Gott sei Dank. Jetzt ist die Frage, wie komme ich jetzt weiter? Ha! Ein Wichtel. Wo ist er hin? Geht's hier weiter? Nee, die Tür sieht irgendwie zu aus. Warte mal, vielleicht. Da kann ich hoch. Gut. Sehr gut, sehr gut. Dann kletter ich doch lieber hier lang. Ah, ich glaube, ich habe jetzt irgendwo noch eine Laterne verpasst, aber ich, ja. Ah, nee, warte mal. Hier ist eine. Gut, das muss nicht heißen, dass ich nicht trotzdem eine Laterne verpasst habe, sagen wir es mal so. So. Was war das denn jetzt gerade? Verdammt! Lass doch nicht los, Mensch! Oh. Komme ich jetzt wenigstens wieder in dem Raum raus? Ich hoffe. Ich will nicht nochmal vor dem abhauen, das war so blöd. Naja, Gott sei Dank. Okay. Puh, Glück gehabt. So. Puh. Aufpassen, dass das Klavier wieder in meine Richtung schwingt, bevor ich hier irgendwas mache. Nein, ach, warte. Ich muss erst rennen und dann springen. Okay, ich warte lieber. Ich warte einfach mal kurz ab. Ich hoffe nicht, dass der mich hier gleich. Das gibt's da nicht. Ah, verdammt! Wieso lässt sie denn los? Mensch. Okay, wahrscheinlich habe ich losgelassen. Irgendeine von den Tasten. Vermute ich mal. Ich mal aufpassen. Ich glaube, ich habe das R2 losgelassen. Das war, glaube ich, das ist, glaube ich, mein Hauptproblem. Das ist aber auch, wenn man irgendwie geführt zum Springen, keine Ahnung, 5 Tasten oder so drücken muss, dass man da die richtige loslässt. Das ist dann auch so wieder so eine Kunst für sich. So, versuchen wir es nochmal. Alle guten Dinge sind 3.
Nein, kletter wieder hoch, bitte. So. Huh. Okay, also. Rennen, jumpen, festhalten. So. Dann nochmal. Rennen, jumpen, festhalten und dabei bleiben. Ach, Gott sei Dank. So, ich habe nicht losgelassen. Ich bin sehr stolz auf mich. Oh Gott, der Typ. Geh weg. Ich trau mich hier nicht so richtig, ne? Okay, da fehlt irgendeine Kurbel. Warte mal, liegt die da? Ja, ich glaube schon. Oder? Nee, das ist ein Buch. Verdammt. Okay, ich brauche eine Kurbel. Und ich brauche ein bisschen Licht. Wahrscheinlich kommt der jetzt gleich wieder hier. Da rumschleichen sehen hier. Gott, ich traue mich nicht. Junge, hör auf, so schwer zu atmen, das ist richtig ekelhaft. Warte, wo muss ich lang? Muss ich nochmal kurz überlegen. Ich glaube, ich muss jetzt hier rüber. Oh, ich hoffe, der quatscht jetzt sich hier an mich dran. Geh weg. Hier ist nichts. Sie können wieder weitergehen, Sir. Bitte, bitte gehen Sie einfach weiter. Ah, da unten ist noch eine Kerze. Okay, also wenn ich jetzt hier weitergehe, ne, dann schmeiße ich safe diese Töpfchen runter. Oder auch nicht. Oh mein Gott. Ich bin wie ein Ninja. Der krapscht da überall rum. Kacke. Ich müsste eigentlich vielleicht zurück den Affen werfen, damit er dann da hingeht und mich hier in Ruhe lässt auf der Seite. Das war so klar. Zum Glück kann ich mich hier unter dem Ding verstecken. Fuck! Junge. Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott! Hä, wie kann das sein? Okay, ich kann da nicht unten durch, oder? Nee. Alter, wie lucky. Ich will nur aufpassen, dass ich hier jetzt nicht irgendeinen Scheiß auf den Kopf werfe. Oder vielleicht, wenn ich jetzt hier das... Oder ich probiere das, glaube ich, gleich nochmal mit dem... Was ich mir überlegt hatte, dass ich hier die Töpfe runterwerfe. Ja.
genau in die Arme gesprungen. Hä, so ein Kack. Warte mal, ich glaube, ich muss gleich noch mal, wenn ich jetzt da oben lang krieche. Kann man nicht immer so lucky sein, ne? Muss ich, glaube ich, gleich noch mal, wenn ich da oben lang krieche, mir noch mal kurz überlegen, wo ich jetzt überhaupt hin muss. Ich brauche auf jeden Fall die Kurve. Ich habe keine Ahnung, wo es hier weitergeht, ehrlich gesagt. Obwohl eigentlich, der Typ sieht mich ja nicht, ne? Das heißt, ich kann hier eigentlich schon Licht machen auch. Junge, das ist nicht dein Ernst jetzt. Ah! Okay, ich krieg das hin. Irgendwie, vielleicht. Möglicherweise. Ja, oder auch nicht. Toll. Okay. Eines schönen Tages, irgendwann, werde ich das hinkriegen. Ich bin ganz zuversichtlich. Komm schon. Okay, so. Dann bleibe ich jetzt erstmal hier und hoffe, dass er mich nicht angrapscht. Ja, gehen Sie bitte weiter, Sir. Gehen Sie bitte. So, ich nehme den Affen jetzt aber wirklich mit. Einfach nur weil. So, in der Hoffnung, dass das doch noch aufgeht, was ich mir hier überlegt habe. Hier ganz vorsichtig rumschleiche. Nicht. Okay, so. Mal, jetzt muss ich mal kurz in mich gehen. Wie war das jetzt nochmal? Ich glaube. Ah ja, doch. Ich glaube, ich weiß wie. Und zwar lege ich mir jetzt die Kurbel schon mal hier hin. Oder warte, vielleicht ein kleines Stück. So. Weil die muss ich dann nämlich gleich nehmen und dann muss ich rennen. Okay, weil ich erinnere mich nämlich, hier kann man den Fernseher anmachen. Und dann kommt der nämlich und glotzt ein bisschen im Fernseher rum. Ich weiß nur nicht mehr, ob ich den Koffer auch für irgendwas nutzen konnte. Nee, da kann ich nur hochklettern, oder? Ja, kann ich auch nicht schieben oder so? Nee. Okay, gut. Dann versuche ich jetzt kurz mein Bestes. So. Ich warte, bis er da wirklich am Fernseher ist. Gott, ich hoffe, ich kriege das auf die Kette. Weiß, da ist noch eine Kerze, aber das schaffe ich jetzt nicht mehr. Ich hoffe, dass ich das überhaupt hier hinkriege.
So. Ich glaube, jetzt kommt der lustige Teil. Oh, ich hab's geschafft. Ich bin aufgesprungen, ja! Oh. Ich glaube, das ist nämlich wieder so ein Ding, wo du ja, möglicherweise mehrere Versuche brauchen könntest. Oder auch nicht. Shit! Doch! Nein! Verkackt! Ah, ich hab's verkackt! Oh, ich dachte, ich hätte es ja... Ah, Dreck! Okay. Nein, jetzt muss ich das nochmal... Okay, das... Was war jetzt das Problem? Ich muss jetzt überlegen. Hatte ich das Klavier noch nicht hoch genug? Das könnte sein. Ah, Mist. Ich dachte, ich bin da voll gut drauf gekommen. Oh, so was Doofes. Okay, na gut. Oh, zu früh gefreut. So. Okay. Dann werfen wir uns noch mal hier in Position. So. Das warten, bis der dann am Fernseher ist. Okay. Und let's go. Nein. Fuck. Dreck. Ah, Mist. Ah, das muss man so gut abpassen, wirklich. So. Weißt du, was ich jetzt mal so bin? So. Komm schon. Ein bisschen Schiss, dass ich die Buttons hier loslasse. Weil meine Hände so schwitzig sind. Was habe ich gemacht? Ah. Oh mein Gott, sie hat sich festgehalten. Ich weiß es aber nicht. Ich schon wieder hier rüber. Ah ja. Okay. Bin ich hier? Kacke. Ah. Okay, ich glaube, ich weiß. Ich glaube, ich weiß. Nimm den Wagen bitte. So. Da kommt der heiße Dampf raus, ne? Deshalb. Ich mal lieber auf den Wagen hier. Ah, Mist, der rollt mich von allein. Ich dachte, das Schiff hat schon. Hilfe, ich sehe nichts. Hier, so. Noch ein Stück schieben. Hä? Immer noch nicht.
Ich. Nein, bleib hier. Bleib du hier. So. Da muss ich nur wieder aufpassen. Nein. Okay. Ich sehe nichts. Ach hier. Jetzt kommt der hier gleich mit seinen Griffeln. Warte, kann ich hier durch? Nee. Oh, Dreck! Stimmt! Ah, der greift da durch die... Ja. Kacke! Okay. Richtig. Okay, gut. So, schön. Habe ich zumindest schon mal das Richtige mir gedacht. Muss ich nur aufpassen. So. Wir müssen trotzdem jetzt mal nicht machen hier. Der griffelt hier schon noch weiter. Kacke. Ach Mann, ich hätte einfach rennen sollen. Aber zumindest. Okay. Hä? Warte, jetzt bin ich irgendwie ein bisschen verwirrt. Wo steht jetzt hier? Ah! So. Okay. Warte, ich will erst mal hier oben. Okay. Was mache ich denn jetzt? Kann ich? Nein! Ah, der Sack! Das ist ja unglaublich. Okay, warte, ich glaube mich zu erinnern, dass ich, wenn ich da drin bin, da kann ich, nein! Ah! Da kann ich, glaube ich, an irgendwas da vorne von diesem, was ich da verkantet habe, kann ich, glaube ich, dran ziehen. Und dann quetsche ich es den, glaube ich, ein. Aber jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ich hoffe... Okay, warte mal. Warte. Nein. Kann ich nicht? Warte. Ist irgendwie... Schon wieder. Mist. Okay, dann versuche ich jetzt das Ganze nochmal. Meins? Thank you.
Gott sei Dank. Oh Gott, ey. Nein. Shit. Jetzt komme ich da nicht hoch. Das gibt's aber nicht. Okay, komm schon. Springen und... Hä? Ah, warte mal, bin ich von der falschen Seite? Muss ich gar nicht von hier springen? Doch. Okay. Huh. Oh. Erleichterung. Was für ein Ritt. Ich möchte gar nicht sagen, wie viele Versuche ich gebraucht habe, ehrlich gesagt. So, wo sind wir denn jetzt? Aber ich dachte irgendwie noch, dass der hier noch irgendwo lang, also so durch die Röhren fast. Oder war das das schon mit dem anderen da, mit ob ich da unten lang bin? Okay, ist ein Haken, das heißt, da werde ich wahrscheinlich irgendwo. Ah. Ah. Nein! Verdammt! Mist! Ich wollte mich da dranhängen. Ah, sowas Doofes. Überlegen, was jetzt besser war oder wäre. Ob ich jetzt warte, bis da so ein Sack kommt, wo ich mich dranhänge, oder ob ich direkt auf so einen Haken aufspringe. Weiß ich jetzt nicht mehr. Ich meine, ich könnte versuchen, auf so einen Haken aufzuspringen. Weiß ich nicht. Ja, okay, ich versuche mich mal festzuhalten. Ich hoffe, das funktioniert. Puh. Ich glaube, jetzt könnte der Koch, Köchin, irgendwas kommen. Ja, da oben sieht zumindest schon verdächtig danach aus. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier was zu essen herkriegen. Was ist eigentlich hier hinten? Ich habe wieder ein bisschen Schiss, in der Falle zu laufen. Aber ich glaube... Ja, gut. Diesmal sind nicht wir in der Falle gerannt, sondern... diese Ratte. Die natürlich auch eine gute Nahrungsquelle sein könnte. Mal satt. Dann würde ich sagen, ist hier eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, um mal ein kleines Päuschen zu machen, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.